Hey Leute, ich habe noch was vergessen und zwar, also erstmal was absolut Geniales. Wir sind mittlerweile mit einem unserer Booster Amazon's Choice. Ich weiß, was es ist. Viele wussten nicht, was das ist. Vielen habe ich das geschickt. Und was ist das? Also, Amazon ist Online-Kaufhaus, gibt Empfehlungen. Wenn ihr zum Beispiel eingebt, ich möchte eine Bettdecke haben, so, dann gibt es immer Amazon's Choice, das heißt, das Produkt unter den Bettdecken hat die beste Bewertung und wurde am besten bisher von den Kunden angenommen. So. Und einer unserer Booster ist das. Und da war, das habe ich selbst gar nicht entdeckt, das hat mir einer unserer Athleten entdeckt und der hat das mir eingekreist und geschickt. Und ich habe das natürlich ganz stolz weitergesendet. Also erstmal das. Das zweite ist, dass unsere Proteine sehr gut angenommen werden, vor allem im Megapack. Wir haben auf der Internetseite ein Megapack, da habt ihr die Möglichkeit, einen Booster, ein Vitamin und ein Protein auszusuchen. Und das Ganze, ich habe so eine Flasche dazu, so eine Trinkflasche. Und ihr seid dann bei statt 126, seid ihr bei 89,90. So, das ist unser Angebot. Wer nur das Protein ausprobieren möchte, ich glaube, heute gibt es noch den Code Protein15, müsst ihr eingeben, also großes P, der Rest klein, Protein15, zusammengeschrieben und dann gibt es noch 15% aufs Protein, ansonsten gebt ihr Mühle 10 ein, also mein Nachname Mühle, aber mit UE geschrieben, also M-U-E-H-L-E, 1-0, Mühle 10, dann habt ihr 10% Rabatt und was wollte ich noch sagen? Also darüber freue ich mich sehr. Das Interessante ist, ich habe es selber gar nicht so empfunden, aber viele sagen, dass Praline Karamell ist süß, richtig süß. So, natürlich, wenn ich jetzt Süßigkeiten esse, Pralinen, dann sind die ja nicht sauer oder nicht bitter in der Regel. Dann sind die schon süß, ne? Oder scharf, also sind die süß. So, und ich empfinde das gar nicht so, weil ich eigentlich so ein Typ bin, der so auf die US-amerikanischen Geschmäcker steht, so extrem süß und künstlich. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht. Trotzdem empfinden das einige Leute als süß. Also wenn ihr auf süß steht und auf Schoko, nehmt Karamellpraline. Wenn ihr eher sagt, ihr mögt es gern fruchtig und das ist echt fruchtig, lieblich, süffig, lecker, dann nehmt ihr Heidelbeerjoghurt. Also das probiert mal aus und es ist absolut leicht verdaulich, weil es Isolate sind. Es sind Erbsenisolate, ein Reisisolat, es sind Isolate. Wir sind um die 70% beim Proteingehalt. Der Vorteil ist, überhaupt extrem leicht verdaulich. Ihr könnt es nach dem Training nehmen, um die Muskulatur zu regenerieren und schneller aufzubauen. Ihr könnt es eine Stunde vor dem Training nehmen, um eben auch anabol schon im Training zu sein, weil die Aminosäuren dann schon im Blutkreislauf rumschwirren. Ihr könnt es als Mahlzeitenersatz nehmen, so wie ich es gerade mache, in diese Transformation Week. Wenn ihr sagt, okay, bevor ich jetzt irgendeinen Quatschkram esse, keine Ahnung, Kartoffelsuppe mit Würstchen oder so, nehme ich lieber einen Proteinshake. Das war jetzt eine kleine Spitze. Derjenige, der weiß, wird es wissen. Also derjenige der wird sich da erkennen. Aber du weißt immer nur Spaß. So, egal. Also auf jeden Fall, passt ein bisschen auf euch auf. Wenn ihr jetzt diese Woche mitziehen wollt, so wie ich das gestalte, greift doch ab und zu eher mal zum Proteinshake. Ja? Und natürlich jetzt nicht ein Löffelchen und dann so 200 Milliliter Flüssigkeit, sondern man sagt immer ein Löffel auf 150, das heißt macht ihr drei Löffel, macht ihr 450 und macht ihr vier Löffel, so wie ich das mache, dann macht ihr 600. 600 Milliliter, vier Löffel, eiskalt, das ist schon ganz geil. So, habe ich alles erwähnt? Ah, einige Leute rufen mich immer an und wollen immer übers Telefon bestellen. Ihr müsst online bestellen, es geht übers Telefon nicht, weil ich müsste also alle Daten, die ihr sowieso eingibt, müsst ihr euch am Telefon erfragen. Und dann müsst ihr noch fragen, welche Zahlungsmodalität ihr machen wollt. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt PayPal, dann müsst ihr eh das eingeben. Also ihr müsst eh eure, ihr müsst euch einloggen bei PayPal und so weiter und so fort. Und dann will ich auch nicht euren Code wissen. Also deshalb auf diesem Weg, alles Liebe, alles Gute, vielen Dank, dass ihr so zahlreich mit dabei seid und I love you. Tschüss.